Ich bin January 2035. Ich bin ein Operator. Es gibt viele Operator auf der Talos 1, aber keiner davon ist wie ich. Ja. Ja, willkommen zurück. Wir hier drüben müssen jetzt mit January sprechen. Dann tun wir das. Ich bin ihr Plan B. Meine erste Aufgabe war es, sie aus der Simulation zu befreien. Dann sollte ich ihnen das Video zeigen. Alles erledigt. Mach ich nach der Folge. Interessant. Ich habe jetzt Zugang zu weiteren Anweisungen. Die Selbstzerstörung der Talos 1 wird durch zwei Zündschlüssel aktiviert. Ihr Bruder hat den ersten, sie den zweiten. Alex hat ihren Zündschlüssel zerstört. Sie haben jedoch einen Fabrikatorplan für einen neuen in der Datenzentrale versteckt. Aha. Dorthin müssen sie sich als nächstes begeben. Danach können wir uns Gedanken um Alex' Schlüssel machen. Die Typhon breiten sich schnell aus morgen. Das wird ein Wettlauf gegen sie und ihren Bruder. Was mit dieser Schlüsselkarte haben sie Zugang zum Hauptaufzug und allen Laboren. Okay. Generalschlüssel. Leider ist schon mal konnte super. Ich den Aufzug von hier aus nicht reparieren. Es gibt einen anderen Weg durch das Psychotonik-Labor. Morgan, dort sind die Typhon aus der Eindämmung ausgebrochen. Seien Sie vorsichtig. Nächstes Thema. Ich sollte Ihnen weitere Neuromods besorgen. Das habe ich getan. Viel Glück, Morgan. Eins. Ich bin autonomer als ein gewöhnlicher Operator. Okay. Lebenshaltung. Okay, was habe ich noch? In die Lobby. Lobby ist hier unten. Der Inhalt des Videos ist heikel. Nur eine Person aus Fleisch und Blut könnte mit der Verantwortung klarkommen. Aha. Nehme ich an. Willst du mir jetzt das Video zeigen, oder? Jede Neuromod erzeugt einen Schnappschuss ihres Gehirns und simuliert einen Lernvorgang. Aha. Dann werden diese Änderungen umgesetzt, Milliarden von Verbindungen innerhalb von Minuten neu belegt. Alles ermöglicht durch unsere Freunde aus dem All. Hm. E-Mails hatten wir. Warte mal. Okay. Bitte nicht stören. Das kann ich mir nicht nochmal anschauen. Okay. Ja, dann, gehen wir mal raus, wa? Bin jetzt noch etwas skeptisch. Also eigentlich ist in der Lobby eine Leiche, die ich irgendwie finden muss. Und ich hoffe, ich komme mit einem Generalschlüssel da jetzt hin. Weil, Lobby, da ist auf jeden Fall einer. Was hältst du denn aus, du Bastard? Mann, Mann, Mann. Wollen zwei, ne? Nur ein? Was? Ich hab doch gerade zwei auseinandergenatzt. Splitten die sich? Ah, guck mal, Psychotronik. So, und hier ist doch irgendwo eine Olle. Fehlfunktion. Wie komme ich denn da immer noch nicht hin? Und? Warum geht's mir so schlecht? Sollten wir doch mal gerade nutzen und essen. So, Anzugreparatur hatte ich hier. Jetzt geht es mir zumindest schon mal besser. Kam ich hier vorher noch nicht rein? Anscheinend nicht. Wenn ich mir das so anschaue.
Hier kam ich rein. Aber hier kam ich nicht rein. So, was war zur Psycho-Gedöns? Ziele. Okay, das ist Hauptgeschichte. Der Schlüssel zur Seiche. Auf der Karte ansehen. Das ist super. Welcher Schlüssel zur Leiche? Lebenserhaltung. Bin ich denn doof? Suche im Traumazentrum. Okay, warte mal, Traumazentrum. Da war ich doch eben gerade. Erstmal was essen, damit ich heile. Klar, kenne ich immer so. Traumazentrum? Traumazentrum ist da hinten. Wollt mich doch verarschen. Ich meine, wenn ich schon hier bin. Guten Tag, Talos. Herzlichen Glückwunsch an Dr. Calvino, den Gewinner des vierteljährlichen Mitarbeiter-Innovationspreises. Ja, gern geschehen. Traumazentrum muss dann. Ich habe nur noch 28 Schuss damit. Okay, Traumazentrum. Ihr habt doch jetzt Generalschlüssel, ne? Ah, vielleicht komme ich jetzt in die Türen, wo ich nicht vorher rein. Hier. Was? Ich hab einen gottverdammten Generalschlüssel, Junge. Generalschlüssel. Wo ist dein Problem? Hallo, kommen Sie wegen eines Termins? Ihr habt doch einen Generalschlüssel. Willst du mich denn verarschen? Verstehe das nicht ganz. Ich habe. Wie soll ich denn nach den Dingern suchen, wenn ich nirgendwo hinkomme? Okay. Hier war ich schon. Dann betrete ich jetzt die Psychiatrie. Ja, habt ihr jetzt davon. Was ist eigentlich hier? Dem geht's nicht mehr so gut. Shuttle Dog. So, will ich in Shuttle Dog? Das ist ja, glaube ich, die entscheidende Frage. Will ich da rein? Eigentlich sollte ich ja da hinten hin. Aber hey, was soll schon passieren? Mehr als kaputt gehen können wir nicht. Talos 1 zu kommen oder sie zu verlassen. Oh, das heißt also, storytechnisch müssen wir hier später hin. Aber wir können ja mal rumlurken. Schädliche Atmosphäre entdeckt. Oh, super. Game Crash? Hallo, Spiel? Wie ich drauf stehe, wenn so ein... Tiny Timer? Wie ich drauf stehe, wenn so ein Spiel abraucht, ne? Kann man sich gar nicht vorstellen. Jetzt muss ich das Spiel hier auch noch beenden. Alter, CPU-Auslastung 100%. Was geht denn hier, ey? Das beenden. Okay, es tut mir leid. Ich musste halt Prey gerade nochmal beenden. Ich hoffe, er hat es gespeichert, wie ich den Raum betreten habe. Weil ich weiß gerade nicht, wo das Problem war. Schon komisch. Weil normalerweise zeigt er mir das ja immer schön an. Hab aber einen harten Crash. In der Zeit mache ich mal gerade den Ton aus, weil ich muss wieder schneuzen. Hast einen Host rausgenommen, weil die gute Dame schon fertig ist. Okay, dann nehme ich den Refound nicht der gerade. Da habe ich gleich nur viermal Loop of the Month, den ich mir anschaue. So, jetzt kann ich wieder Prey starten. Warum der gerade aber auch so hart abgeraucht ist, weiß ich nicht. Interessant eigentlich, weil... Hätte eigentlich nicht machen müssen. Ich muss mir immer noch hierfür ein normales Hintergrundbild suchen, damit ihr mal seht, wie der ganze Scheiß startet und nicht nachträglich das Bild kommt. Ja, ich würde das gerne bitte einmal... Überbrechen. Skippen. Überbrechen. Alles klar. Ach so, du wolltest mich nur aufmerksam machen. Ah, okay. Beliebige Taste drücken. Spiel laden.
Okay, pass auf, wir nehmen das Shuttle Dock und hoffen, dass es uns nicht nochmal um die Ohren fliegt. Okay? Weil wir werden sofort verlassen. Schädliche Atmosphäre ist, das Spiel möchte mir sagen, hier habe ich nichts zu suchen. Schädliche Atmosphäre entdeckt. Bitte evakuieren, bis Techniker oder Operator Maßnahmen ergreifen konnten. Das Spiel möchte mir sagen, ich soll hier noch nicht sein. Also werden wir hier auch nicht sein. Alter, diese anderen Viecher gehen gar nicht klar. Warum drehen die eigentlich so am Rad, liebe Mix? Verstehe ich gar nicht. Und hoffentlich sind die jetzt alle tot, nicht, dass sie wieder nachgespawnt sind. Oh, das kostet mich nur Muni. Okay, sieht gut aus. Safe. Ich traue den ganzen Dinger nicht. Freigeben. Okay, jetzt kommt hier keiner rein. Primär eine geile Sache. Du hast deinen Charakterbogen auf dem Drucker liegen lassen. Vergiss nicht, dass wir das Spiel in der Aufmerksamkeit in der... Glückspillen. Bis dann. Auf dem Drucker liegen lassen. Wo ist der Drucker? Welcher Hack erfordert das? 2, krieg ich hin. Alles klar, scheiß drauf. Ich hack die Kacke einfach aus dem Laden raus. Ha! So. X. Und Y. Was? Kann ja wohl nicht wahr sein. Als ob es das hier besser machen würde. Ha! 0,17 Sekunden vorher. Neurobots. Nice. Guck mal, da haben wir die 6 schon wieder. Sehr schön. Und eine Waffenverbesserung gibt es auch noch. Für das Gerät. Nachladegeschwindigkeit. Ja, finde ich auch sehr sexy. So ein Gerät, was extrem viel Schaden macht. Finde ich das natürlich ziemlich gut. Ich bin großer Fan von dieser Sortierung. Alles, was ich brauche, ist hier oben. Und alles hier unten ist Crap. Also Nachladescheiße und so. Hoppa. Einmal aufmachen. Ich nehme lieber die mit 5 Schuss. Viel wichtiger. Hallo Morgan. Wir sollten reden. Mein Codename ist December. Ich werde Ihnen helfen, von der Talos 1 zu fliehen. Ihre Erinnerung ist lückenhaft. Aber Sie haben Anweisungen hinterlassen, falls die Typhon ausbrechen sollten. Alex hat eine private Fluchtkapsel. Sie haben eine Kopie seiner Startschlüsselkarte und Vorräte in der Neuromod-Abteilung versteckt. Ich übertrage die Position auf Ihre Karte. Ich kontaktiere Sie wieder, wenn Sie den Schlüssel haben. Wer ist December? Ja, wer ist December? Also warum reparieren, wenn ich einfach hier so ein Gel draufballern kann? Ah, so viel zu warum reparieren. Ah. Frage, will ich das gerade nutzen, den Recycler? Der ist ganz schön teuer. Nee, das ist mir zu doof. Nö, nee, ist mir zu doof. Will ich nicht. Oh, Muni. Okay.
What the fuck? Warnung, die Zahl wird kritisch. Okay. Ich will ja nichts sagen, ne, aber. Mir geht's nicht ganz so gut. Ein bisschen beschwipst, da geht das wieder. Aber what the fuck ist das Ding? Schnell speichern. Großer Freund von schnell speichern. Und guckt euch das an. Unsere komplette Muni ist schon wieder halb kaputt. Halb leer. Halb kaputt. Ist klar. Der Einzige, der halb kaputt ist, bin ich. Weil, wie ihr hört, ich habe einen Schnodder. Traue ich Objekten, die auf dem Boden liegen? Eigentlich nicht. Ah! Gefunden. Metall anscheinend sehr wichtig, weil das geht mir tatsächlich sehr häufig flöten. Okay, Joes. Bitronic. Ja, dann. Lebenshaltung. Gehen wir mal. Was soll schon passieren? Was soll schon passieren? Ja, okay, das Spiel ist überraschend in einigen Punkten. Schauen wir mal. Okay, ich sehe gar nichts. Was primär schon mal kacke ist. Ist das Gegenteil von sicher morgen. Was suchst du? Jemand hilft dir. Ist es Michaela? Elazar? Ich kann die Nachrichten ihres Bruders belauschen. Darüber besteht Einigkeit. Durchqueren Sie diesen Ort so schnell wie möglich. Sie suchen nach einer Wartungsluftschleuse zu einem Tunnel namens Guts. So gelangen Sie ganz nach oben. Aha. Das Problem ist, so schnell wie möglich gefällt mir halt als Ansage einfach nicht. Hab dich genau gesehen, Mimik. Ja, das Spiel ist echt interessant in einigen Punkten. Es hat echt Talent, dich da manchmal komplett rauszuholen, ne? Zu schauen, nichts mehr zu trauen. Okay. Hier komme ich her. Richtig? Richtig. Kriege ich hier noch irgendwas raus? Ne, oder? Glaube, ne. Aber hier hinter ist was. Das ist schon mal gut zu wissen. Und wir haben bisher aktuell nur ganz normale Mimics. Traue niemals Objekten, die einfach so auf dem Boden liegen, ne? Bin da echt skeptisch geworden.
Aber normalerweise würde man es hören. Da, kein Alert, nichts. Okay, komme ich hier rein? Nö, aber ich kann es hacken. Gut, dass wir Hacken dann doch oben haben. Wow. Frag mal, wer fehlschlägt. Ich. Danke. Ist das schon wieder so ein scheiß Level? Nee. Es fällt mir nicht so ein. So dumm, wie ich mich gerade anstelle, habe ich es verdient, ein zweites Mal zur Folge zu scheitern. Ich sag, so dumm, wie ich mich gerade anstelle, habe ich das wirklich verdient. Es ist, traurig. Okay, diesmal aber. Die hohe Kunst in dem Spiel liegt es übrigens nirgendwo anscheinend anzuecken. Was ich nicht kann. Ich bemühe mich, aber es wird besser. So, hier ist ein Raum mit... Kaputte Sachen sind schon mal voll super. Oh, geil. Die kann ich mich schrotten. Ich glaube, die Muni habe ich sowieso automatisch, ne? Ich lasse mal gerade fallen, weil ich weiß nicht, ob ich die Muni aufgenommen habe. Mineral, genau deshalb. Und doch, das habe ich schon. Wie schon gesagt, ich traue keinem Stuhl, der liegt. Oh, Waffen-Upgrade. Hallo, sexy Waffen-Upgrade. Ich hätte da noch so etwas, wo ich nochmal genau das etwas verbessern kann. Sehr schön. Programme, okay. Irgendein Hinterkram. Ja, das kann man auch sehr schön. Oh, geil, Geschütze. Oh, sexy. Ich bin ein großer Geschütz-Fan, ne? Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Fehler. Charakteranpassung benötigt. Richtig, so. Scanne Ziel, kein Feindmaterial. Aktuell kein Feindmaterial. Das wird vielleicht noch kommen. E-Mail. Alex Juhus, aha, okay. Programme, viel wichtiger. Reiskarte. Ah! So. Das ist doch mal was hier. Da bin ich durchgekommen. Das Ding ist, ich wollte gerade sagen, klein, danke, ist es nicht. Türsteuerung. Ah. Kann ich auch wieder verriegeln? Ja, danke. Ist also möglich. Habe ich einen Mülleimer oder sowas, was ich hier noch mitnehmen kann? Glaube nicht, aber... Kaffeemaschine ist sehr geil. Ich würde die Kaffeemaschine gerne mitnehmen. Wir nehmen einfach mal ein Geschütz mit, weil... Geschütze machen mich glücklich. Hallo, das Mimik. Toiletten? Oh, wie sieht das Level Toiletten? Okay, das sieht so aus. Ich höre, dass du da bist. Ich habe dich auch schon gesehen. Ah, Mimik, greif mich nicht an. Ah.
Aua, Mensch. Huch, dieser Schmerz. Geh einfach von uns. Oh, hier. Lalala, nichts drin, okay. Traue einfach niemanden hier. Es ist komplett verzweigt. Meine Nase läuft, ne? Könnt ihr euch nicht vorstellen? Nee, ich will das Ding nicht hacken. Warum sollte ich es eigentlich hacken? Egal. Hacken erfolgreich. Alien-Material entdeckt. Nährungssensor. Da gibt ja keinen Sinn, aber naja, vielleicht gab es ja Punkte. Okay. Warte mal. Welches Tragen ist das? Hebelkraft 2. Habe ich vorhin nicht irgendwo noch so ein Ding gehabt? So ein Explosionsvieh? Hätte schwören können, ich hätte noch irgendwo Kanister gehabt. Das heißt Sendefehlerprotokoll. Normalerweise kann ich nämlich sowas dann wegsprengen. Jetzt mal ernsthaft. Wem traue ich mehr? Ich bin paranoid in diesem Spiel. Ich weiß, aber das Spiel hat mich dazu erzogen, paranoid zu sein. War da unten. Sendefehlerprotokoll. Automatisches Auslöschergeschütz 0.7.6 online. Automatisches Auslöschergeschütz. Sehr schöner Name. Finde ich sehr passend. Ich weiß nicht warum. Ist gesehen? Schon widerlich, oder? Mimiktumor. Aha. Wenn ich alles hier findet. So, mach mal die Scheiße sauber. Okay, Sherlock. Warum, wieso und weshalb? Muss ich da hin? Wo komme ich hier vorne hin? Wichtige Frage. Ab diesem Punkt sind Psychoskope erforderlich. Hey, ja, dann, Oh. Oh. Ja. Ah. Folge ist vorbei. Ja, ich weiß, die Folge ist vorbei. Nee, die Folge ist noch nicht vorbei. Warte mal. Weh zurück, will die Dinger wehtun. Kriegen jetzt alle aus dem Maul von mir. Der sieht so aus, als hätte er ein paar auf die Nase gekriegt. Ich fürchte, die wird er von mir bekommen haben. Bin aber nicht so sicher.
Egal was, ich möchte da rein. Jetzt ist das wahrscheinlich Hebelkraft 3. Genau. Super. Habe ich natürlich nicht. Außer... Egal. Hier beenden wir es, liebe Leute. Hier schnell speichern wir mal. Nehmen wir mal, wir speichern normal, damit wir nicht das Problem haben. Ja, okay. Neuen Speicherstand erstellen. Haben wir das gespeichert? Haben wir. So, sehr schön. Zum Desktop. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Sly. Ciao.